So Leute und herzlich willkommen zu der vierten Folge Infinity Space, mal wieder bei mir in der Sicht mit dem Leon. Leon. Hi. Und mit Nein. Mickey. Hallo. Und mit dem Daddy the Gay. Ich habe gerade eben einen Gummibaum gefunden. Also Gummi hätten wir, falls wir bräuchten. Junge, ich habe alle Ressourcen, die wir je in unserem Leben brauchen. Hey, ich habe gemacht. Ich bin hier die ganze witzigen... Zeit. Ich bin jetzt hier am Ton. Ich habe Ton gefunden. Ich habe einen sehr witzigen schwarzen Humorwitz, den habe ich euch schon mal erzählt, Sei kurz ruhig. Übrigens, warum ich jetzt wieder aufnehme, ist, weil ich gerade voll Bock hatte aufzunehmen. Nicht, ich wollte eigentlich gerade aufnehmen, weil ich meinte, dass ich jetzt irgendwie wieder aufnehmen möchte, weil ich habe zurzeit übelst Bock aufzunehmen. Niki bestimmt auch, aber trotzdem möchte ich es jetzt nochmal machen. Danach kann auch wieder Niki aufnehmen. Aber ich bin jetzt zuerst noch dran. Den Witz muss ich einfach erzählen, der muss für YouTube da sein. Oh. Und zwar... Es tut uns leid für die Folge. Mein Vater ist bei 9/11 an einem Flugzeug und abgestürzt. Oh nein, der nicht. Ich werde nicht seine letzten Worte vergessen. Allahu Akbar. Das Problem ist, du weißt halt echt nicht, ob dieser, ob das so gesehen nur eine Tat war, die nur vorgetäuscht war. Du weißt echt nicht, ob das eine Tat war, die nicht vorgetäuscht ist, weil wie kann das sein? Also guck, ich habe heute im Englisch, das Komische ist, wir haben so einen Englischlehrer bei uns, der ist gleichzeitig auch noch Geschichtslehrer. Cool. Und der Englischlehrer ist halt so, wir reden halt so auf Englisch und so alles, bla bla, aber trotzdem müssen wir so gesehen, machen wir so gesehen auch Geschichtsunterricht im Englischen. Und jetzt kommt halt das übelst Beste. Wir lernen halt fast kein Englisch so im Buch oder so, sondern wir lernen einfach Englisch, indem wir das so sprechen. Das ist halt übelst nice. Schön, und jetzt? Ja. Und das ist jetzt eine ganz... Na, ich wollte sagen, und da haben wir halt darüber gesprochen, über diesen 9/11-Fall, weil es ist ja bald den... Nein, zuerst, es ist ja bald der 11/9. Day. Ja, genau. Das ist ja eigentlich der 11. November. 11.9. Muss man so welche Sachen mit... Ach okay, das machen wir. Im Amerikanischen ist es umgedreht. Ich weiß das. Niki, was musst du mir machen? Ein Basteltisch oder du musst mir eine Werkzeugstation, ne? Ja, und was zu reparieren, Werkstatt. Ich bin halt wirklich der Fan, ich mach wirklich so halt total viel zu recherchieren und so Verschwörungstheorien. Wie genau. Zum Beispiel, dass zum Beispiel der 9/11 nur von der, also von den USA, also von der CIA vorgetäuscht wurde oder vom FBI, weiß ich nicht mehr, nur um den Irak zu beginnen. Nein, es gibt tausend, um danach so gesehen die ganzen Waffen und Munition in andere Länder zu verkaufen. Dann gibt's nochmal die Theorie. Ja. Dass Barack oder der war gar nicht Barack Obama als Präsident oder war es da? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, da war so ein Präsident, das war ja 2001, da war ein Präsident und es war halt so, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser hieß, der das erste Flugzeug da reingerammt hat in den ersten Twin Tower, ja? Fand ich sie denn da, warte. Ich weiß, ich geh zu meinem Todespunkt. Bush, oder? Nein, der hieß das war so irgend so ein komischer Name, so ein arabischer Name oder so. Auf jeden Fall, da war es dann so, es war halt auch noch so eine Theorie, dass die halt Freunde wären und das halt nur Osama so gesagt... Bin Laden. Ja, Osama genau. Und das wäre... Ey, wie heißt der Leibwächter von Osama Bin Laden? Warte. So, Chuck Norris. Kurz. Ladenhüter. Lass kurz sagen. Und da haben die halt auch so eine Verschwörungstheorie gemacht, dass die echt so gesagt haben, dass dieser Präsident 2001 von Amerika mit denen so befreundet war und deswegen dann so diesen das so vorgetäuscht hätte, damit die ganzen Waffen und so auch in deren Länder reinkommen, damit die so reinschmuggeln konnten, weil die so einen Vertrag gemacht hätten. Oder wie kannst du das denn vorstellen? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieses Gebäude genau so wie so ein Film nicht nach links und rechts kippt, sondern genau mittig durchbricht? Ne? Was ist da von oben nach unten abgeschützt? Genau mittig.
Ja. Wie kann das sein? Außerdem, das sieht halt genauso aus, als würdest du, was war das nochmal genau? Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Das sah halt genauso aus, als würdest du, kennst du das, wenn du so Häuser abgerissen werden, ne? Ja, kontrollierte Sprengung. Genau. Sieht ja genauso aus, als würdest du kontrolliert gesagt. Ja, natürlich. Das ist genau wie, das zum Beispiel, oh, was gibt's noch für Verschwörungstheorien? Das zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was für... Ah ja, es gibt zum Beispiel noch die Theorie, dass eine gewisse Nein. Zeit im Jahr für ein paar hundert Jahre, ein paar tausend kurz Jahre... Kurz raus. Ja, sag. Ich glaube, das von, ja, das ein paar Jahre... Ich kam da gerade, um dich zu beschützen. Ich glaube, über 1000 Jahre wurden ein paar Monate oder so überschritten. Ey, hör doch mal auf, warte so. In dir ist unsere ganze... Ich war am Schlafen. Ja, passt doch auch. Das, da gibt es die Theorie, dass, weil das Grabtuch von Jesu, das ist ja angeblich 3000 Jahre jünger als das Zeitalter Jesu. Und es soll in einem gewissen Zeitraum, soll halt eine gewisse Zeit weggelassen worden sein. Ja, es soll und deswegen sollen das es war soll angeblich alles, ne? Es soll 3000... ja auch so sein, dass Hitler ja sich selbst umgebracht hätte und so was. Dann gibt es ja noch die Theorie, dass Russland die russischen Kämpfer danach Hitler getötet hätten oder die mitgenommen hätten, danach da gefoltert hätten, und es gibt tausende von Möglichkeiten. Was man auf jeden Fall weiß, Hitler ist tot. Ja, das weiß man. Mehr weiß man nicht. Man weiß nicht, ob die Russen sie mitgenommen haben oder ob... Und man weiß noch, dass Hitler einen Schnorres hatte. Ja. Also das will, aber der Schnorres gilt ja nicht als Hitler-Schnorres. Der gilt, den Gast ist schon davor, deswegen. Es gibt ja auch die Theorie, kennt ihr Tupac Shakur? Nee, das war das für Biggie Stance. Ein Moon heißt der nicht. Ja, Freund, mach unsere ganzen... Du hast die komplette Basis zerstört. Was? Kennst du Tupac Shakur? In seinem Leben hat die Zahl, das ist ein Rapper, ein schwarzer Rapper. Tupac. Der wurde vor ein paar Jahren wurde der erschossen, aber es gibt ja die Theorie, dass der noch lebt. Was für ein paar Jahre? Weil der halt, weil die Zahl 7 halt so oft die Rolle spielt, dass er vielleicht angeblich im Jahr 2007, ich weiß nicht, wann wurde der erschossen? Angeblich wurde er erschossen. Er könnte ja auch theoretisch noch alles vorgetäuscht haben, um Freilich kannst du jetzt schlafen leben, gehen, weil um ein Einzelleben zu führen und nicht die ganze Zeit. Freilich kannst du jetzt bitte irgendwo schlafen gehen. Ich habe kein Bett. Hast du unser Bett zerstört? Das war der Creeper. Och Mann. Ich hol kurz meine Sachen. Da habe ich genug. Du bist der dümmste Mensch, den es je gab. Bau doch genau einfach ein Bett. Bau einfach ein Bett, anstatt zu beleidigen. Du 1996 wurde er erschossen. Toll, wo ist jetzt mein Eingang zur Mine? Hast du den jetzt? Ach, die Schmelze ist drauf gebaut oder was? Nein. Ey, hast du? Ja, das wirkt. Komm, Alter, lass mich doch in Ruhe. Und es gab halt wirklich die Schmelze auf meinen Eingang. Hab ich nicht. Dass er halt 7 Jahre nach seinem Tod zurückkehren würde, aber das war halt nicht so, weil die Zahl 7 so oft eine Rolle gespielt hat mit dem Tod. Du hast mit meinem Eingang die scheiß Schmiede gebaut. Hab ich nicht. Und die baust du nicht ab. Die bleibt ernsthaft stehen. Ich möchte die da haben. Ich komme erst wieder rein, wenn es Tag geworden ist. Und wenn mein Eingang zur Schmiede wieder steht, mein Eingang wieder steht und nicht die Schmiede da drauf. Mach dir das selber, ganz ehrlich, mach das nicht mehr ab. Vor allem war schon, wenn wir den Eingang nicht befinden, sind alle unsere Sachen weg, ne? Alle Ressourcen. Schau doch einfach in der Aufnahme nach. Du hast dahin Weg, von daher kann... Hab ich nicht. Natürlich. Ich hab mir keinen Wegpunkt gemacht. Nein, aber du hast einen Todespunkt, wo du gestorben bist. Ich bin doch gar nicht gestorben. Hä? Du bist doch gestorben. Wann? Ja, dann... Ja, was willst du denn? Du hast doch die ganzen Sachen wie Ärzte und so alles. Natürlich. Die sind alle unten in der Truhe. Was für eine Truhe? Ich hab unten eine eigene Basis auf... Ich hab unten eine Basis aufgebaut zum Strip Mine. Warum hast du denn eine Mining Turtle dann gebaut? Und dann hast du deine scheiß Schmiede draufgesetzt.
Ja, dann bauen wir die halt gleich ab. Sagst du, nein, ich hab den also nicht immer gesagt. Das sah so schön aus, Alter. Die hat was für, nach was Platz. Für... Leon, rede, du bist der, du bist der, der ja, jetzt okay. redet. Ich fang, Theorie. Du bist nicht in jede Folge, also ab jetzt bist du in jeder Folge drin, also du bist so ein Radio. Und jetzt baust du diese Scheiße alles wieder neu. Alles, was okay. Ja, mach ich. Leon redet. In jeder Folge reden wir dann über Verschwörungstheorien, bereiten uns halt davor und ich recherchiere ein bisschen. Ich kann auch recherchieren, ich kenne alles schon, ich habe Geschichte 1 immer gehabt. So, die Verschwörungstheorie für heute ist der Attentat auf John F. Kennedy. Das? Ich lese jetzt Text vor. Du kennst nicht John F. Kennedy? Bei dem Attentat... Warte, du musst das mal danach nicht erkennen, wer es ist. John F. Kennedy war ein Präsident der USA. Und nicht alt, doch, ja doch. Präsident bis jetzt. Also John F. Kennedy wurde bei einem Attentat... Also bei dem Attentat auf John F. Kennedy, den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. An welchem Tag? Am 22. November 1963 in Dallas. Ja, wurde Wikipedia Kennedy kann ich auch lesen. Ja, der liest es doch eben davor, damit. Von zwei Gewehrschüssen tödlich getroffen. Das sind nur die Informationen. Danach können wir diskutieren. Genau. Als Tatverdächtige wurde Lee Harvey Oswald verhaftet und zwei Tage später in Polizeigewahrsam von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby getötet. Die von Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson eingesetzte Warenkommission kam zu dem Ergebnis, Oswald sei der alleinige Täter gewesen. Ein später einberufener Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses HSCA stellte fest, John F. Kennedy war an diesem Tag mit einem offenen Dach da, aber es gab nur den, also die Theorie, die Verschwörungstheorie ist, dass die CIA den Mann, also John F. Kennedy, getötet hat. Und zwar, erstmal haben sie dafür gesorgt, dass das Dach offen war. Es war so, dass die eigentlich mit einem geschlossenen Dach mit einem Sicherheitsauto gefahren werden. Ja. Aber bei diesem Auto wurde entweder was und manipuliert. Warum wollte die CIA den töten? Weil der irgendwelche Pläne hatte, die der CIA nicht gefallen haben. Und somit haben die angeblich den Wagen manipuliert, mit dem der eigentlich fahren sollte, mit geschlossenem Dach. Aber da dieser manipuliert wurde, musste er mit dem offenen Dach fahren und dadurch wurde dieser Lee Harvey Oswald, da gibt es dann auch noch eine Theorie, dass der Harvey Oswald den John F. Kennedy, also das ist jetzt eine komplett andere Theorie, dass der einen Schützen gefunden hat, der mit einer Pistole auf den Kennedy gezielt hat und er wollte den Schützen treffen, aber er hat halt so stark verzogen und hat dann den Kennedy getroffen. Ja, es gibt ja noch so eine Theorie mit irgendwas, ich weiß nicht genau, was das war, aber dass der irgendwie jemanden, wer zuerst geschossen hätte, ich weiß nicht genau, wie das war, ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie so eine Verschwörungstheorie, gab. Ist es wieder Tag? Wer hat zuerst geschossen? John F. K. oder wer auch immer, weißt du? Ja. Franny, guck mal in der Schmiede, den Zombie musst du da killen. Geh bitte in die Schmiede und kümmere den Zombie. Warte. Sonst kann ich vor nicht rein. Ist dann auch wichtig, wie der Oswald ermordet wurde. Wo bist denn du, Frank? Der wurde auf dem Weg zum Gericht wurde er erschossen. Und angeblich wurde er wieder von einem CIA-Mitarbeiter erschossen. Ja, cool, weil es gibt tausende von einem, der beauftragt wurde von der CIA, um den zu erschießen, damit er nichts ausplaudert. Und der ja auch von Verschwörungstheorien. Ja, über die gibt's halt nicht wirklich viel zu sagen, über die von John F. Kennedy. Dann gucke ich nochmal ich guck mal nach einer älteren, und zwar obwohl Mann mit der eisernen nee, das ist zu alt. Das ist also im 18. Jahrhundert. Mach Verschwörungstheorien über den Zweiten Weltkrieg, das ist glaube ich ganz gut. Irgendwas mit Hitler? Ja.
Obwohl, ja, lass das in Nikis Folge machen. Ich würde sagen, das war's dann auch von dieser Folge. Ja, die Folge ist richtig kurz. Oder wie, obwohl doch, wie viel ja, 20 ist jetzt schon? Minuten. 20 Minuten. Ja, warte, wir machen. Ja, nein, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Die andere war ja schon ein bisschen länger. Nein, kill jetzt erstmal den Zombie. Kill jetzt erstmal den Zombie. Welchen Zombie? Wir machen Area 51. Okay, gut, das machen wir noch beim nächsten Mal. Das machen wir noch beim Niki. Ab jetzt gibt's jede Folge immer dieses Verschwörungstheorien. Das macht übelst Bock. Also diese Verschwörungstheorien. Und dann würde ich sagen, das war's von der vierten Folge. Infinity Space. Mit dem Leon, der unser Special Gast ist, aber irgendwie jetzt die nächsten Folgen auf jeden Fall da bleibt, weil es macht übelst Bock. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und Nick, bis was hast zur du fünften an... Folge. Hä?